Während es für den Großteil der Leistungsmannschaften in die Sommerpause geht, gibt es für drei Spieler aus der U17 eine spezielle Verlängerung. Vom 16. Mai bis zum 1. Juni findet in Israel die U17-Europameisterschaft statt. Mit dabei sind Clayton Iriguyen, Massimo Agostinelli und Can Usun. Freut mich natürlich für die Jungs, gerade auch für die zwei Luxemburger und für Can, weil auch Luxemburg und die Türkei jetzt nicht bei jeder Endrunde vertreten sind. Am Anfang, ich glaube, ich konnte nicht daran glauben. Es war eine große Freude und ja, wir haben auch das Moment, sagen wir so, genossen. Also ich freue mich natürlich sehr, bei der EM teilzunehmen und ich werde alles dafür geben, dort unsere Ziele zu erreichen, auch als Team, auch selber persönlich. Und es ist wichtig natürlich die Gesundheit, also alles verletzungsfrei zu absolvieren. Vor allem für Luxemburg ist die Teilnahme an der Endrunde der EM eine kleine Sensation. Der Fußballzwerg hat sich das erste Mal auf sportlichem Wege qualifiziert, nachdem das Land 2006 als Gastgeber dabei war. Dementsprechend groß ist die Begeisterung und mediale Aufmerksamkeit. Die Vorfreude ist sehr groß und auch, dass wir die erste Generation in Luxemburg halt damit machen dürfen. Und ja, wir sind sehr stolz. Ja, also man sieht schon viele, ja, in den Medien sind sie mehr interessiert, sagen wir mal so. Hätten wir jetzt vielleicht nicht geschafft, dann wäre es halt anders. Aber wir haben ja geschafft und deswegen ist da mehr Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit und das Messen mit den Jahrgangsbesten auf internationaler Ebene hilft natürlich auch in der Entwicklung der jungen Spieler. Ja, dass es da schon intensiv und hart zur Sache geht und dass man da vor allen Dingen halt auch im Thema Zweikampfverhalten und Intensität schon einiges mitnehmen kann und das wird die in ihrer Entwicklung nochmal weiterbringen. Das sind so die Hauptpunkte, die sie, glaube ich, mitnehmen können. Die Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben ist sehr groß. Druck dagegen verspüren die Nachwuchskicker eher weniger. Dabei sein ist schon sehr krass und ja, unser Ziel von allen, glaube ich, ist, so weit zu kommen, wie wir können. Und alles geben, ja. Also als Mannschaft auf jeden Fall so weit kommen, wie es geht und persönlich sehr viele Tore machen und dem Team einfach helfen. Also ein Turnier wie es anders ist natürlich nicht, aber wir sind sehr glücklich, aufgeregt schon, aber im guten Sinne. Ja, wir werden alles geben. Ich glaube, dass alle drei eine gute EM spielen werden. Ich wünsche ihnen das Beste, dass sie sich nicht verletzen. Ist ja auch immer so ein, ja, da kann man sich auch ein bisschen präsentieren und so ein bisschen internationales Flair schnuppern. Und ich glaube, da kann man auch, ja, gewisse Erfahrungen daraus ziehen, auch neben dem Fußballfeld. Und das sollten die alles mitnehmen und genießen und wieder gesund zurückkommen dann. Dem schließen wir uns an und wünschen unseren drei jungen Nationalspielern viel Erfolg und eine verletzungsfreie Europameisterschaft.